Buch. Hey, Schummerlicht, bist du ein Geist? Ach, ich finde es so schön, dass sie immer dann, wenn Neuer da ist, alle mit ihm reden. Sehr schön. Ich bin fidel und warm, bist du noch ganz dicht? Welch traurige Geschichte. In finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach, du liebe Zeit. So, da ist eine Truhe. Schadenselixier. So, Lebenspunkte. Brauchen wir auf jeden Fall hier. So, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Also, das heißt, ich bin irgendwo. Ah! Ah! Au! Das war so alles nicht gedacht. Was geht hier? Ach. So, das wollte ich doch eigentlich. Jetzt haben wir schon wieder 100.000 Schaden bekommen hier, weil wir nicht aufgepasst haben. In diesem blöden Wind. So, dann geht's das mal hier wieder zurück. Zack, so. Blüm, 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 blüm. Lebenspunkte und mit Ruhe. So, da können wir eine Tür aufmachen. Da ist wieder erstmal ein Feuergeist. Der hat uns gesehen. Ich weiß es nicht. Ah. Au. Ach, Mann. Ja, das kann schon mal passieren. 48 soll reichen. Wo ist der Feuergeist? Da ist der Feuergeist. Jetzt von hinten. Zack. So. Ein Feuer, ein Vogel, sehr schön. So, gibt's auf jeden Fall Blitzschlag alle. Zack. Verteidigen bitte, danke. So ist das. So. Den überholen wir, glaube ich. Ja. Alles gut, alles gut. So, jetzt hier mit Schlag auf ihn. Reinholen können. Jawohl. Schnell das hier unten mitnehmen. Und dann haben wir auch das geschafft. Schien an den Adrete zu sein. Ich will ja nicht neuisch erscheinen. Aber warum hast du Tränen im Gesicht? In der Laune des Lebens. Oh, das verstehe ich nicht. Ach, alles ist vergebens. Schön. So, wen haben wir denn? Rubella. Aurora meine ich natürlich. Jetzt Rubella. Finn ist noch nicht aufgestiegen. Nora ist aufgestiegen. Zack. Und der gute Tristan. Tristis. Tristis heißt der, glaube ich, ne? Noch mal kurz nach. Tristis, nicht Tristan. Nicht Tristan und Isolde, sondern Tristis und Rubella. So, hier geht's immer höher, da will ich gar nicht hin. Da haben wir erstmal nochmal Loot. Zack. Und hier, schauen wir mal was. Hier war ich auch schon, hier ist eine offene Truhe. Ah. So, dann bleibt mir, glaube ich, nur noch eine Wahl nach oben. Möglichst nicht gegen diese Zäune hier fliegen. Tempel des Mondes, wir kommen. Ah, ich habe nichts mehr zu tun.
Komm doch her, abscheuliches Tier. Wir haben keine Angst vor dir. Eieiei, ein Greif und dunkle Kreaturen. Ach du Scheiße. Lass mal verteidigen hier. Okay, so kann es weitergehen. Gegenschlag, jawohl, macht keinen Schaden. Aber die machen auch keinen Schaden. So, jetzt geht's los. Das sind dunkle Kreaturen. Ich werde erstmal auf den Greif, das ist ein Luftviech, mit Blitz ausprobieren. So. Und auf die Viecher werde ich wohl mal Sternenlicht anwenden. Okay, das hat schon mal nichts geholfen. Okay. Jetzt gibt's Power. Aber so richtig. So, verteidigen. Boah, die haben aber auch viel. So, Finn, was machen wir denn jetzt mit dir? Nochmal verteidigen, mehr bleibt, glaube ich, nicht anders über. So, auf jeden Fall brauchen wir hier Teiltrank. Haben wir denn hier. So. So, jetzt aber hier mal gucken. Jetzt wenigstens einmal hier ausgeschaltet bekommen. Da brauchen wir immerhin. Oh Gott. Okay, Gegner Nummer 1 ist ausgeschaltet. Immerhin. So, Finn braucht auf jeden Fall erstmal einen Trank hier. Jetzt gibt's mal wieder Sternenlicht auf das Viech erstmal, ne? So. So ein kritischer Treffer ist schon nicht verkehrt. Wünsche sammeln. Okay, wir brauchen ein paar Wünsche. So, Sternenlicht auf das Viech. Und, ich weiß nicht, vielleicht Wasser? Hm. Ich glaube, es hilft zwar nicht. So, jetzt haben wir nur noch den Dicken vor uns und ja. Dann schauen wir mal, was der so kann. So. Als allererstes heilen wir uns mal ein bisschen. Wir haben ja gerade Zeit dafür.
So, dann gibt es hier einmal Wünsche. Und jetzt einfach mal einen Hieb drauf. So. Dann Feuer. Einfach mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert. So, körperlicher Schaden geht. Feuer geht nicht. Okay. Boah. Schnarch. So. So, dann wechseln wir mal. Auf Robert. Und Robert fängt mal gerade an hier. Pfeil abschießen. Zack. So. 104, okay. Wird mal jetzt noch einiges an Schaden passieren. So, verteidigen. Aurora. Mal hier wieder Sternstaub sammeln. So. Dann mal heilen hier. So. Einen Hieb. So, sehr schön. Verteidigen. Mit Kraft, ja, ist okay. So, verteidigen. Sehr schön ausgewichen und gepanzert. Das wollen wir sehen. So, es hängt schon, mein Kopf hängt schon runter. Das kann nicht mehr lange dauern. Ah, okay, das war's. Sehr schön. Da gab es wieder ein Level Up. War ein bisschen wieder anstrengender der Kampf, aber haben wir gut gemeistert, würde ich sagen. Ein Tempo-Feenstein. Sehr schön. So, natürlich wollen wir als allererstes wieder die Fertigkeitspunkte verteilen. Rubella, Wiederbelebung. Finn, Verteidigung, Aufwertung. Nora hat keine Punkte. Robert, hier weiter. Und Tristes, ja, verteidigen. Nächste Runde, würde ich sagen. So. Und, halt. Natürlich noch hier den Tempo-Feenstaub verteilen auf. Wie kann es anders sein? Aurora. So. So. Zum Tempel des Mondes geht es hier jetzt. Ich schau mal, ob hier noch irgendwas ist. Scheint nicht so. Dann auf zum Tempel des Mondes, ne? Nachdem wir den Greif erledigt haben. Ja, wir kommen voran. Aurora, meine Tochter. Vater. Becken, zeige mir vage. Vaters missliche Lage. Euer Gnaden, der Damm ist gesprengt. Das Wasser steigt Meter um Meter. Alle Höfe werden in der Flut ertränkt. Was befehlt ihr euren ergebenen Diener? Nora, Vater liegt im Sterben. Der Damm ist gebrochen, die Pegel steigen. Du bist fast daheim bei den Deinen. Na, na, jetzt hör auf zu weinen. Okay. Natürlich gucken wir, was hier überall ist. Eine Statue ohne Kopf. Eine Statue mit Kopf. Keine Monster. Säule. Brauche ich das? Ja, das brauche ich. Heilen, bevor wir in den Tempel des Mondes gehen.
Oh, ist die einzige, die nicht aufgestiegen ist, gerade in der Kampagne. So, das ist unverschämt. So, einer geht noch. So. Das ist eine Truhe. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. So, wieder ein paar Ruminis. Und das ist dann wohl... Gott sei Dank, wir sind jetzt da. Zeit, lebwohl zu sagen, Aurora.